Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. So, Karre abgestellt. Hier steht der Herr Meier. Servus! Ach. Dein Mitarbeiter, keine Ahnung was, hat angerufen, ich soll bei euch Milch abholen. Keine Ahnung. Aha. Okay. Bin ja schon aus dem Urlaub gekommen, keine Ahnung. Aha. Und eben warst du oben bei der Feuerwehr spazieren? Ja, ich gehe spazieren. Ah, okay. Ja, ja. So viel Zeit habe ich leider nicht. Ich muss gucken, dass ich meine Arbeit gemacht kriege, ne? Ja. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Mit los. So, mal hier wieder zu, die Löcher. Bisschen blöd, dass meine Mitarbeiter nicht da ist, aber egal. Das können wir schon irgendwie gebacken. Dann müssen wir hier den Tank raus. So. Dann nehmen wir ab. Waschen werden, der sieht ja aus, leck mich am Arsch. Ich habe mir schön noch durchfahren dafür, aber da hat der Polizist ja nichts gesagt. Ne? Mann, Mann, die latschen einfach über die Gasse hier. Hier zugebaut hier unten. Muss ich mal schauen, ob der neue Fuzzi hier ist auf dem Hof, wo ich die Milch abhole, dass der das auch mitbekommt. Wenn er nachher noch sagt, ich hätte geklaut hier auf dem Hof. Voll die Luke hier. So. Ich glaube, ich rufe den Tobias mal an, mit dem Mitglied, der auch da war. Oh. Da ist er ja schon. Servus. Servus. Ganz voll ist aber noch nicht geworden, ne? Echt? Hä? Hey, 20.09. War voll. Geht mir rein. Ach so, ja, das kann sein, aber mein Tanker ist noch nicht voll. Der ist ein bisschen größer. Egal, ich verkloppe die dann und dann kriegst du die Kohle. Ich halte meinen Teil zurück und dann kriegst du die Kohle dafür, ne? Ja, okay. Wunderbar. Besten Dank. Ja, wenn noch mal was ist, ne? Immer anrufen. Genau. Ja. So machen wir das. Na, viel Spaß, ne? Jo. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. So. Mal gucken.
war schon ganz oft hier, ne? Das gar nicht. Okay, damit jetzt zu an, macht doch keinen Sinn. Gib mir rum mit dem Tanker. Mit dem Otto muss ich auch mal telefonieren, wie das jetzt mit seiner Schafswolle da aussieht. Boah, der drückt, leckt mich am Arsch. Hoho. Der hat aber schwer gedrückt, der hier. Ja, rufen wir den mal an, den Otto. Ein Bauernfeind. Yo, Otto! Eben von meinem Butter abbeißen hier, Mensch. Ah, hab ich hier also Brotzeit? Ja, ich bin gerade mit dem Träger unterwegs. Ich suche einen Uhrmacher, suche ich. Was? Ein Uhrmacher? Irgendwie ist meine Uhr kaputt. Das wird überhaupt nicht später heute bei mir. So, also komisch. Ah. Seltsam. Sehr eigenartig. Ja. Komisch, es wird auch nicht dunkel. Gibt's hier sowas? Ja, in der Stadt bestimmt. Da müssen wir mal nachgucken. Ach, da, du stehst ja hier. Ah, okay. Warte, ich kann schon rauflegen. Moment. Ach so. Ja. Jo, dann nehmen wir auf. Da ist er ja. Servus. Guck mal, hier steht, ne? Siehst du? Ja, steht alles still, ne? Komisch. Verstehe ich auch nicht, warum das so ist. Wo ich die aufgezogen habe. Naja. Keine Ahnung, warum das so ist. Meine Frage, mit der Schafswolle regelst du das? Ja, ne? Mit dem Anhänger wegfahren und so, gell? Das, ja, vier Gibos passen dann auch drauf. Achso, nee, ich wollte nur wissen, ob ich den jetzt wegholen muss oder du fährst ihn weg, ne? Du fährst ihn weg und verkaufst. Kann ich wegfahren, genau. Ich meine, ich könnte da noch eine Lage draufpacken, aber da ist mein Frontlader nicht lang genug für. Achso, so hoch? Nee, brauchst ja nicht. Das ist okay. Aber ich könnte. Du könntest ja, aber ich denke mal, ich weiß gar nicht. Du fährst hier doch zum Dingshandel hoch, ne? Hier. Ja. Genau. Nicht, dass da über so ein Rohr oder ein Dachüberstand steht. Ich weiß nicht genau. Irgendwas. Ach so. Nee. Ja, aber zwei Lagen wird gehen. Ja, das geht auf jeden Fall. Klar. Logisch. Das passt. Geht. Dann schubst sich die runter und dann passt das. Genau. Ja. Nee, dann ist gut. Du musst dich ja hinter einen Trecker hängen können, oder? Brauchst du einen LKW? Nee. Moment. Du hast doch die normale Kupplung und ja, das müsste eigentlich passen. Wir können aber kurz mal bei mir probieren, wenn du unbedingt testen willst. Wir testen mal einfach bei mir. Normalerweise müsste ich ja so ein Ding noch hier haben. So, hier. Du hast ja eine Wechselbrücke, hast du, ne? Ja. Ja, fahr mal hier ran. Doch, du hast ja die Kupplung unten, da passt. Ja. Ja. Genau, du hast genau denselben. Das passt. Okay, aber brauchst du keine andere Wechselbrücke, ne? Das passt so. Wunderbar. Du sag mal, du kannst doch bestimmt dieses Jahr wieder Weizen oder so ein Kram gebrauchen. Ja, natürlich. So, viel wird der Ertrag nicht. Aha. Weil ich habe ein Schreiben gekriegt von der Stadt. Ja, Bodenproben. Ich darf nicht erdüngen, bis die Bodenproben gemacht sind. Und das würde der Herr Mauer machen da. Genau. So, jetzt ja, ist der mal unter uns Ordensbrüdern hier. Ich wollte das eigentlich mit meiner neuen Mitarbeiterin machen, ne? Und dann hieß es, nein, er hätte schon einen Vertrag, bla bla blub. Ne? Bei mir ist längst erledigt. Ha. Ich meine, das regt mich auf, ne? Da sollst du dich, ganz ehrlich, da sollst du dich hier an Vorschriften halten und kannst es nicht, weil die nicht aus der Pötte kommen. Ja. Wer zahlt mir denn da den Ausfall? Tja, das, wie gesagt, also ich wäre schon längst durch. Aber ich durfte es ja nicht. Ich habe extra, war ich froh. Wenn der Mauer nicht da ist. Dann wird es keine Brunnenbrunnen geben, denke ich mal. Weihnachten hole ich mir das da selber weg. Kann man sowas nicht im Internet kaufen? Ich oder weiß so? Nicht, hier, die Feuerwehrchefin hat mir schon erzählt, die sollte sowas machen. Ob sie die angeheuert hat dafür, keine Ahnung. Weil die ist auch bei der Stadt, weißt du? Das muss ja über die Stadt. Ja, gar nicht. Ja, das geht ja über die Stadt. Da muss ja irgendeiner dann
Vielleicht macht die das jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die können nicht irgendwelche Vorschriften machen und dann kannst du sie nicht einhalten. Ja, das. Wie gesagt, ich denke mal, vielleicht hat Andi die auch beauftragt. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nur, ich wollte es machen und ich hatte meine Mitarbeiterin und die war auch in der Schulung und dann hieß es nein. Der Andi macht das. Oder der Andi macht es mit der Stadt oder irgendwie sowas. Wenn das so ein Problem ist, da eine Schaufel Dreck aus dem Boden zu holen. Ja, ich kann das nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung. Junge. Wie gesagt, ich hätte es gern gemacht, aber ich durfte es nicht. Und wie gesagt, meine Mitarbeiterin war auf der Schulung und ja, durfte es nicht. Kann so nicht arbeiten. Nee. Oh, ich glaube, heute geht es beim Kopf gut. Ich rede schneller. Ja, ich habe gesehen, seitdem du einen neuen Trecker hast, läuft das auch besser, oder was? Ist gut, ne? Alter Falter, ey. Ich denke, ich muss mir die Getreidepreise muss ich unbedingt nach unten setzen. Aber ein bisschen was. Allerfeinsten. Bisschen was anderes. Kannst du mal reinsetzen. Ja. Genau. Ein Drama ist das. Ja, es ist komisch, das mit der Uhr. Hast du schon einen Uhrmacher gefunden? Damit die Zeit mal wieder vorangeht oder so? Keine Ahnung. Mal, weiß ich nicht, wie das geht. Schmeiß ich nachher an der Wand, vielleicht geht sie dann wieder. Ja. Naja, meine geht. Ich hab mir mindestens neu, das geht. Seit mindestens gefühlten 3 Stunden ist das hier schon 17.45 Uhr. Aber das ist bei dir auf der Uhr, aber also meine geht. Meine geht. Müssen wir mal. Also hier vorne rechts bei der Kneipe da irgendwo im Ecken, da war mal früher ein Uhr machen. Muss man gucken. Hier muss ich da mal gucken. Ja. Gut. Das hier verchromt, yo. Ja. Ui. Das ist alles verchromt hier. Alles hier, guck mal, die ganze Kotflügelkram oder alles. Oha. Oha. Unheil. Der fehlt auch nicht. Unheil naht. Oh je, hat doch gerade Panikbeleuchtung an. Dann ist es ernst. Ja, ja, wenn du mal schnell heim musst. Achso, ich dachte, das wäre jetzt ein Einsatz. Wollte ich ja auch mal zur Polizei. Achso, ja, er hat zwei Autos. Ich bin jetzt bei der Feuerwehr. Na, da bin ich auch. Das ist jetzt so ein großer Unterschied. Ich kann ja immer noch Polizei nebenbei machen. So ist das ja nicht, ne? Ja, wie gesagt, er hat ein zweites Auto übrig. Guck mal, jetzt sitzt du drin wie im Wohnzimmer hier hinten drin. Guck dir das mal an hier. Ne? Also die Nobel geht die Welt zugrunde, ne? Da gibt's gar nichts. Ach, hier kannst du auch noch aufmachen. Guck dir das mal an hier. Kaffee steht noch auf dem Tisch, du. Funke. Das ist echt. Ihr weiß mal, wo ja, die mit Autobahntafel, habt ihr das gesehen schon? Ja, mit Dingsbums. Ja, hab ich irgendwann in der Feuerwehr gesehen. Ich hab's noch nicht ausgeklappt gesehen, aber ich hab's gesehen. Wo wir hier auch so viele Autobahnen haben. Dann machen wir hier, Also, darfst du gar nicht holen? Ja gut, wir haben ja keine Autobahn, dann ist das hier Zeichen immer. Du darfst gar nicht vorbeifahren, ne? Ja, es geht eher Beispiel um das hier, ne? Mit ja. Fahrspur, ne? Ja. Eben, wir sind voll ausgerüstet. Ne? Also, ich muss sagen, seitdem wir den Bürgermeister gewechselt haben, geht's hier voran. Die Feuerwehr, wir haben Schwimmbad, Polizei ist ausgestattet, wie vom Feinsten. Beim Schwimmbad ist kein Wasser. Ja, da müssen wir noch dran. Ja gut, wir können, also, wir haben ja schon mal ein Schwimmbad, ist ja schon mal was, ne? Genau. Das ist schon mal eine geile Hütte, das hier. Muss man sagen, wie das, ne? Also. Wie gehört denn der Fan da jetzt? Ja, hier. Otto. Otto, du fährst einen 1050er auch? Tja, oh. Ich... Den mochte ich leiden, dann habe ich gedacht, den kaufe ich mir jetzt mal. Was hast du mit deinem JTB gemacht? Ich habe auch einen. Den habe ich auch noch. Ach, den hast du auch noch? Ah. Nicht mal in Zahlung gegeben, ey, Alter. Schwimmen die alle im Geld, oder was? Ganzen... Viehtransporter kannst du kaufen. Ein Viehtransporter, soll ich damit? Ich habe selber einen hier, ganz großen sogar. Mir egal, was du damit machst, Hauptsache ich bin denn los. Ja, dann verkauft ihm doch den Andi. Ja, wenn er denn mal da wäre. Ach so, der ist auch schön, Erik. Und ich habe gehört, unser Bürgermeister ist auch auf Tour, oder was? Ja. Mann. Der ist auf ein Außenseminar und... Warum sagt mir keiner? Weiterbildung und sowas. Ich stand gerade mit dem. Wieso, du bist hier der Stellvertreter? Ja, ne? Deshalb, ich stehe da mit dem, ruft ihn an. Was hat denn der Bürgermeister gesagt mit der BGA hier? Und er sagte, ja, du. Hä? Ich? Wieso? Ja, der andere ist nicht da. Aha. Toll. Ja, muss ich auch mal wissen. Mir hat er das vorige Woche oder schon ein bisschen Dings her, da hat er mir gezeigt, ja. Und wegen irgendwas Kulturkongress und was er da ist und Förderungsgelder und. Jetzt ist er da zeitlang da immer eigentlich. Ja, da wäre ja schön, wenn ich mal, ne? Wenn die Oma Bescheid kriegt. Ich stehe morgens auf und oder nachmittags denke ich, ach ja, nach Mittagsschlaf so. Und auf einmal bist du Bürgermeister. Und dann wieder nett. Dann steht er wieder vor einem. Was hast du denn da wieder gemacht? Und ich weiß gar nichts. Ja.
Unglaublich. Naja, was soll's. Nobel geht die Welt zugrunde. Genau. Ja, Okay, Mers. ich muss zu Alles meinen klar. Schweinen. Ich Genau. wünsche euch noch was. Ciao. Jo, ich Das dachte, heißt der wollte mir Mitbürger, was. nicht Schweine. Was? Das heißt Mitbürger, nicht Schweine. Na, jetzt habe ich nur mehr Schweine. Ach so, okay, alles klar. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, dann kommt gerne im Teamspeak vorbei. Die Nummer dazu steht in der Videobeschreibung. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein. Tschüss.